Christus schenkt dem Vater die Menschen. Und er schenkt den Menschen den Vater. Das ist die großartige Bewegung, die alles das, was in Christus geschieht, zusammenfasst. Der Adam, der Gott gehört, wird zu ihm zurückgeführt in Christus. Christus bringt mit sich selber die ganze Menschheit mit zum Vater. Und umgekehrt hatte er den Menschen nichts anderes zu bringen als den Vater selber. Und genau das ist immer die Bewegung des Gebetes. Es ist vermittelt durch den Geist Gottes. Jedes Gebet, jedes christliche Gebet, verortet sich genau hier, in dem, wie Jesus das hier in der Rede vom Bitten in seinem Namen andeutet. Die Quelle jedes Gebetes ist in dieser Bewegung, dass der Mensch zu Gott zurückfindet und indem er sich aufmacht, ihn erneut zu finden, schenkt Gott sich selber. Ich finde, das ist ein Unterscheidungskriterium, wenn wir heute sehr schnell oder manchmal auch sehr oberflächlich von Gebet sprechen oder dann schon alles zum Gebet erklären. Es gibt ein Spezifikum des christlichen Betens. Es ist Christus selber. Christus selber, der dieses Geschehen in Gott deutlich macht. Der Vater bleibt im Verborgenen. Wir kennen dieses Wort, niemand hat Gott je gesehen. Jesus sagt es selber hier einige Sätze vorher. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und das ist das Geschehen, das Gottes Geist ist. Diese Vermittlung von Gott her zum Menschen hin und die Rückkehr des Menschen zu Gott. Die einzige Möglichkeit, dass Leben gelingt.